nicht viele Reden haben. Und zwar haben uns ein paar Politiker abgesagt, der eine ist krank. Ich habe allerdings ein Grußwort bekommen von Björn Eckert von den Grünen. Das würde ich euch gerne jetzt noch vorlesen. Das ist auch so ziemlich das Einzige, womit ich euch noch belästigen werde. Danach haben wir schön Live-Musik. Ja, also, das ist das Grußwort von Björn Eckert, der heute halt leider nicht hier sein kann, weil er eine Magengrippe hat. Wir wünschen ihm alle alles Gute und gute Genesung. Liebe Siegnerinnen und Siegner, liebe Freundinnen und Freunde, die Cannabis-Prohibition ist gescheitert. Vor einem Jahr... Von Jahr zu Jahr steigen die Kosten für Repression und Verfolgung von Cannabiskonsumentinnen. Und die konservativen Politiker schreien weiter nach Null-Toleranz-Politik und im Gegenzug steigt die Anzahl der Cannabiskonsumenten immer weiter. Inzwischen konsumieren in Deutschland etwa 4 Millionen Menschen regelmäßig oder gelegentlich Cannabisprodukte. Kiffen ist kein Verbrechen und die Kriminalisierung ist nutzlos und auch ideologisch falsch. Schaut man sich in anderen Ländern um, sind diese häufig wesentlich weiter. In den USA legalisieren immer mehr Staaten die Cannabisabgabe, ebenso Uruguay und auch Portugal. Von den Niederlanden und von Tschechien ganz zu schweigen. Damit sich auch in Deutschland endlich was tut, hat die grüne Bundestagsfraktion am Anfang März das sogenannte Cannabiskontrollgesetz auf den Weg gebracht. Ziel ist es, die Konsumenten und Konsumentinnen zu entkriminalisieren und ein reguliertes System für Anbau, Handel, Konsum und Rohstoffe zu schaffen. Neue Chancen für Jugendschutz und Prävention ergeben sich, denn wie heißt es so schön, der Dealer fragt nicht nach dem Ausweis. Das Cannabiskontrollgesetz sieht vor, dass zukünftig allen Erwachsenen der Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm sowie das Anbauen von bis zu 3 Hanfpflanzen gestattet ist. Kinder und Jugendliche gilt ein ähnlicher Jugendschutz wie bei Tabak. Das Gesetz sieht vor, dass zukünftig allen Erwachsenen der Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm Cannabis sowie das Abernten von bis zu 3 Pflanzen gestattet ist. Das habe ich so wie gerade schon mal vorgelesen, das tut mir jetzt leid. Ja, Kiffen macht vergesslich, wie heißt das so schön, ne? Der Verkauf soll über zugelassene Fachgeschäfte erfolgen. Diese unterliegen strengen staatlichen Auflagen und Kontrollen, insbesondere hinsichtlich des Jugendschutzes. Das Personal ist speziell geschult und kann somit den Kunden individuell beraten und über Konsumformen und Risiken sowie zur Suchtprävention informieren. Ebenso wie der Handel soll auch der Anbau und das Auslagen an Auflagen und an Lizenzen geknüpft sein. Dies alles sichert die bestmögliche Qualität und Sicherheit für uns, für die Kunden und für die Konsumenten. Zu guter Letzt noch das leidige Thema Straßenverkehr. Es ist ein Unding, dass heute über den Weg der Führerscheinstelle der Besitz kleinster Eigenbedarfsmengen kriminalisiert wird. Man stelle sich nur vor, jeder mit einer Flasche Wein im Kofferraum müsste den Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer ablegen. Wir müssen sofort etwas ändern. Der Gesetzesentwurf sieht daher vor, dass wie bei Alkohol auch ein Grenzwert im Blut und für das Führen von Fahrzeugen geben soll. Insgesamt würde die Annahme dieses Gesetzes zu einer deutlichen Entlastung für den Staat führen. Neben zusätzlichen Steuereinnahmen aus dem gewerblichen Handel würden die unnötigen Kosten für Verfolgung wegfallen. Fakt ist nur leider, dass in den Betonköpfen der Großen Koalition sich nach wie vor nicht Bewegung reinkommen will. Scheren Einzelne aus, wie diese Woche der CDU-Politiker Joachim Pfeiffer, werden diese umgehend zurückgepfiffen, obwohl inzwischen immer mehr Vertreter aus Forschung, Polizei und Justiz eine Freigabe von Cannabis fordern. Es ist also weiter an der Zeit zu kämpfen, daher freuen wir Grüne uns, dass wir heute in Siegen auch ein Zeichen setzen können. Das war von Björn Eckert von den Grünen, der heute leider nicht hier sein kann. Aber wie schon gesagt, wir wünschen ihm alles Gute, dass er bald wieder genesen kann. Ja, dazu kann man eigentlich nicht mehr viel sagen. Ich glaube, das fasst es schon sehr gut zusammen. Ich bin jetzt kein Grüner oder so, aber Kiffen ist einfach in der Gesellschaft angekommen und wenn die Frau Mortler uns sagt, wir wären keine Kultur, dann soll sie doch bitte mal nach Hennef schauen. Da gibt es überall Straßen, die Hanf im Namen tragen und allein daran sieht man schon, Hanf war und ist Kultur. Ja, zu nah. Hier geht es jetzt noch ein bisschen weiter mit Live-Musik von Selassie Kai und von Youngstar. Und dann entlassen wir euch auch schön. Danke, dass ihr alle hier wart. Es war schön mit euch. Wir haben ein Zeichen gesetzt. Wir sind hier für Cannabis.
mich, dass ich heute, auch ohne anwesend sein zu können, zu euch sprechen darf. Es gibt in Deutschland 3 bis 5 Millionen Cannabiskonsumenten und keiner davon möchte kriminalisiert oder bestraft werden. Trotzdem gingen für lange Zeit nur sehr wenige Menschen für die Legalisierung und für eine gerechtere Cannabispolitik auf die Straße. Jetzt sehen wir langsam, dass die deutschen Konsumenten und Legalisierungsbefürworter sich erheben und für ihr Recht eintreten, Cannabis legal erwerben zu können. Wir vom Deutschen Hanfverband beobachten nicht nur unzählige regionale Diskussionsveranstaltungen, Infotische und kleine Hanfgruppen in vielen Gemeinden und Städten, sondern auch unsere Mitgliederanzahl steigt immer weiter. Gerade jetzt zum Global Marijuana March sehen wir, wie massiv die Entwicklung in Deutschland vorangeschritten ist. Während es 2012 nur 4 Städte in Deutschland gab, die sich an diesem weltweiten Aktionstag zur Cannabis-Legalisierung beteiligt haben, waren es 2013 bereits 13 Städte und 2014 bereits 17 Städte. In diesem Jahr können wir mit unglaublichen 27 Städten in Deutschland aufwarten, die sich an diesem Aktionstag beteiligen und für die Legalisierung von Cannabis auf die Straße gehen. Die deutschen Hanffreunde sind in Bewegung gekommen und das ist gut so. Wir vom DHV haben in den letzten Wochen versucht, die vielen Veranstaltungen zum Global Marijuana March bestmöglich zu unterstützen und wir werden auch in den nächsten Jahren den Organisatoren vor Ort zur Seite stehen. Denn auch wenn es gerade sehr gut aussieht und die Debatte über eine Legalisierung ordentlich in Schwung kommt, werden wir einen langen Atem brauchen, um unsere Ziele zu erreichen. Wir können nicht davon ausgehen, dass durch kurzfristige Aktionen die Legalisierung innerhalb von wenigen Jahren kommen wird. Egal um welches Thema es ging, ob Frauenrechte, Homosexualität oder Atomkraft, es erforderte stets einen langen Kampf und einen langen Atem, um die Gesellschaft zu verändern. Gesellschaftliche Veränderungen geschehen nicht von heute auf morgen. Es braucht eine starke Bewegung, die diese Ziele verfolgt und die sich dafür einsetzt und die Druck auf die Politik ausübt, damit diese das Thema wahrnehmen und sich darum kümmern. Lasst uns diesen Kampf jetzt aufnehmen. Ja! Lasst uns gemeinsam zusammenstehen, lasst uns eintreten für unsere Rechte und lasst uns den Politikern zeigen, was unsere Forderungen sind. Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam können wir dieses Land verändern und ich bin mir sicher, in 10 Jahren werden wir stolz auf diese Zeit zurückblicken, in der wir mit dazu beigetragen haben, dass dieses Land ein besseres Land wird. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag beim Global Marijuana March. Freundliche, hanfige Grüße aus dem Berliner Büro. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Alles Gute. Holländischen Studien nach kann man 90% der Arzneimittel absetzen, die man nimmt, die man verschrieben bekommt vom Arzt, wenn man sich mit Cannabis therapiert. Es gilt nicht für jede Krankheit, aber es gibt bei Krebs, Glaukoma, es gibt bei so vielen Schmerzen, bei Schmerzpatienten vor allem. Es lockert die verkrampfte Muskulatur bei MS-Patienten. Es hilft Leute, die Schizophrenie haben. Also es hilft wirklich bei psychischen Störungen. Wenn ich Kinder sehe, die sich wegen ihrer Anfälle wackeln und die Augen verdrehen, ja, die Anfälle kriegen, weil sie sämtliche Krankheiten haben. Diesen Kindern könnte mit CBD geholfen werden und mit THC. In den USA wird es vorgemacht. Kinder, die Anfälle haben, die kriegen THC in den Mund gesprüht und nach 2 bis 3 Sekunden entkrampfen diese Kinder und andere sterben. In Frankreich, in Deutschland sterben diese Kinder und in Amerika kriegen sie THC in den Mund gesprüht. Warum checken wir das nicht? Warum trennen wir, warum machen wir so einen großen Hype darum? Cannabis ist ein Heilmittel, ein Medizin und wenn sie ärztlich kontrolliert wird, dann ist es voll okay. So. Und wenn ihr in den Medien seht und ihr seht, es würde legalisiert werden, dann stimmt das nicht. Wir sagen, wir können uns das nicht leisten. Und der Richter sagt, dann baut es an. Und unsere Regierung fängt sofort das Verzögern an. Sag mal,
immer glaubst du dem elenden Geschwätz, sie planen ihr Verhinderungsgesetz. Sag mal, glaubst du, legal wird es jetzt, Cannabisanbau, Verhinderungsgesetz. Es ist ein Spiel auf Zeit. Es ist ein Spiel für die, die entscheiden. Es ist kein Spiel für die, die leiden. Wir haben keine Zeit. Sag mal, glaubst du, legal wird es jetzt? Sie planen hier Verhinderungsgesetz. Sag mal, glaubst du, dem elenden Geschwätz? Cannabisanbau, Verhinderungsgesetz. Was umsonst im Garten wächst, wird uns für teuer verkauft. Die Pharmaindustrie macht einen neuen Markt draus. Was umsonst im Garten wächst, wird uns teuer verkauft. Sag mal, glaubst du dem elenden Geschwätz? Sie planen hier Verhinderungsgesetz. Sag mal, glaubst du, egal wird es jetzt, Cannabisanbau, Verhinderungsgesetz. Say hey, 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 say ho, ho. It's got to go. Say hey, 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 ho. Prohibition got to go down. Say hey, 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 ho, ho. Prohibition got to go. Say hey, 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 ho. Prohibition has got to go. Wir sind nicht viele, aber wir sind ehrlich. Bitte, wir sind ehrlich. Hanf für alle und zwar umsonst. Überall genug davon bekommen. Hanf für alle und zwar umsonst. Hanf, dass man überall genug davon bekommt. Und alle zusammen, say hey, 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 say ho, ho. Prohibition has got to go. Say hey, hey, say ho, ho. Prohibition has got to go. Free the weed from Wasca to Paris. Free the weed, free the weed. From Iceland to Greece. Say hey, hey, say ho, ho. Prohibition has got to go. Say hey, hey, say ho, ho. Prohibition has got to go. Come on, tanz, come on, tanz. Willst du Resonanz? Come on, tanz, come on, tanz. Willst du Resonanz? Come on, tanz, come on, tanz. Resonanz, komm und tanz, komm und tanz. Spürst du Resonanz? Wir können viel mehr bewegen, ja? Wenn wir die Leute mitnehmen, mit Liebe. Oh. Wenn wir den Leuten nicht gewalttätig zeigen, was unser Eindruck ist, sondern wenn wir die mit Liebe und Frieden mitnehmen. Und wenn wir Spaß haben, egal wie traurig das ist. Wir brechen ihre Ignoranz mit Freude, Spaß, Toleranz. Wir brechen ihre Ignoranz mit Freude, Spaß, Toleranz. Komm und tanz, komm und tanz. Spürst du die Resonanz? Komm und tanz, komm und tanz. Spürst du die Resonanz? Willst du was bewegen? Musst du vorleben? Also schwing dein. Es tut so gut.
Blut. Wir haben THC im Blut. Es sind körpereigene Cannabinoide. Sie sind wie Endorphine. Geht es uns gut, strahlen wir sie aus. Es ist ein ganz legaler Rausch. Es geht uns gut, es geht uns gut. Weil wir haben was im Blut. Es geht uns gut, es geht uns gut. Weil wir haben was im Blut. Komm und tanz, komm und tanz. Spürst du Resonanz? Komm und tanz, komm und tanz. Spürst du Resonanz? Dieser unhaltbare Zustand muss beendet werden. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sagt in Artikel 2 unmissverständlich: Jeder Mensch hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Dennoch wird das Recht vieler Menschen in Deutschland auf körperliche Unversehrtheit mit Füßen getreten. Ich habe in den letzten 20 Jahren mit so vielen Menschen Kontakt gehabt, die schwer an ihren Erkrankungen leiden. Und ich habe viele Schwerkranke gesehen, die zusätzlich in Strafverfolgung und Führerscheinentzug drangsaliert wurden, weil sie sich mit Cannabis behandelt haben. Ich habe viele Menschen gesehen, deren berufliche und soziale Existenz vernichtet wurde. Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits in seinem Urteil vom 19. Mai 2005 den hohen Wert des im Grundgesetz verankerten Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit betont. Der Schutzbereich dieses Grundrechts könne aufgerührt werden, Zitat, wenn der Staat Maßnahmen ergreift, die verhindern, dass eine Krankheit geheilt oder wenigstens gemildert werden kann und wenn dadurch körperliche Leiden ohne Not fortgesetzt und aufrechterhalten werden. Zitat Ende. Ja, mein Schatz. Um es deutlicher zu sagen, das Bundesverwaltungsgericht hat bereits vor 10 Jahren festgestellt, dass der Staat die körperliche Unversehrtheit seiner Bürger verletzt. Wir sprechen hier von einer Körperverletzung. Wir sprechen hier von einem Verbrechen. Das Problem ist nur, dass die, die für dieses Verbrechen verantwortlich sind, sich nicht als Verbrecher fühlen, sondern als verantwortungsvolle Volksvertreter. Argumente allein reichen da nicht. Denn es gibt immer Rechtfertigungen für Unrecht und Verstöße gegen die Menschenwürde. Die Bundesregierung war aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2005 gezwungen, einigen Schwerkranken eine Ausnahmeerlaubnis zur Verwendung von Cannabis zu erteilen. Das Gericht hatte damals in weiser Voraussicht darauf hingewiesen, dass im Falle von Cannabis am ehesten eine Erlaubnis zum Eigenanbau in Frage kommt. Bisher hat die Bundesregierung den Betroffenen jedoch keine bezahlbare Möglichkeit eröffnet. Wir brauchen vernünftige und humane Lösungen. Der Zugang zu Medikamenten auf Cannabisbasis und Cannabisblüten muss erleichtert werden. Wir brauchen Lösungen, bei denen Patientinnen und Patienten, die eine Therapie mit Cannabisprodukten benötigen, nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Wir werden daher nicht eher ruhen, bevor nicht alle, die durch die Verwendung von Cannabis ein besseres Leben führen können, einen Zugang zu Cannabisprodukten erhalten. Wir werden nicht eher ruhen,
bis das gegenwärtige Unrecht verschwunden ist. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß und Energie bei der Durchsetzung der Rechte von Cannabispatienten. Hallo aus Berlin. So, das ist der Florian Riester vom Deutschen Handverband, der in ganz Deutschland jetzt hier den GMM organisiert. Also nicht organisiert, sondern alle fördert, die eine Frage haben und vermittelt. Und von ihm nochmal ein Statement und ein Dankeschön an euch, dass ihr hier seid. Florian Riester aus Berlin.